Hallo und willkommen bei einer neuen Ausgabe von Assassin's Creed Syndicate. Wir befinden uns im Zug. Mit Jacob. Einen guten Tag, Jacob. Aber wir können ja mal gucken, ob wir irgendwas machen können, erweitern. Das ist auch wichtig. Fehlt uns im Moment nur die Kleingeld. Ein sehr hübscher Anzug. Ja, ne? Dieser Stock sticht ja recht gut. Ich hörte, Dr. Elliotson hatte einen unerfreulichen Abgang. Ich hoffe, du hast hinterher aufgeräumt. Schön, dich zu sehen, Jacob. Freundschaftlicher Wettbewerb. So, dann machen wir das mal. Zusammen. Puh.
Nein! Pass lieber auf, sonst ist es nicht schnell vorbei! Miss Attaway. Ja, und wer? Oh, grandios. Sie sind hier, um mich zu ermorden. Ich was? Ist schon gut. Jeder hat seinen Preis. Ist das genug? Ich habe nicht vor, sie zu töten. Was wollen Sie dann? Mr. Starrick und die Milner Company haben ihre Vorhaben lange genug blockiert. Ich möchte Ihnen ein Geschäft vorschlagen. Wunderbar. Kommen Sie mit, wir haben viel zu besprechen, Mr. Jacob Fry. Zu Ihren Diensten. Solche Worte hört man doch gerne. Wären Sie so freundlich, die Zügel zu nehmen? So. Haben wir. Sie müssen verstehen, ich habe mehrere Morddrohungen erhalten. Marco Mirner führt regelrecht Krieg gegen mich, seit Mr. Starrick seine Gesellschaft gekauft hat. Und nichts für ungut, hoffe ich, aber Sie sehen tatsächlich wie ein Mörder aus. Ich bezweifle, dass ich mich von dieser Kränkung erholen werde. Und was genau hätten Sie davon, mich zu retten, Mr. Fry? Ich sehe eine Möglichkeit, von der wir beide profitieren. Tun Sie das. Ist das so schwer zu glauben? Was immer Sie auch bezwecken, es dürfte äußerst anregend werden, gegen Mona und Starrick zurückzuschlagen. Ich habe schwer geschuftet, um Attaway Transport zu dem zu machen, was es ist. Wer gehört zu Milner? Ich kann nicht noch einen Bus verlieren. Auf geht's. Halt dich fern von meinem Bus! Sie ist ein gutes Mädchen. Du bist das. Braves Mädchen. Lange wird er das nicht mehr durchhalten. Oh,
so, Mädchen. Was ich denn soll? Da ist Mädchen. Jetzt komme! Auf geht's. Braves Mädchen. So ist's weg. Achte. Oi, oi, oi. Noch schön weiter. Und den anderen weg. Ganz ruhig. So ist es. Ich komm dir gleich darüber, du Penner. So, mal gucken, wie es weit. Malcolm Myrna. Starricks Marionette persönlich. Vorsicht, ihr Trottel. Dieses Pazin muss noch zum Attaway Depot. Glaubt er könnte meine Busse niederbrennen? Geben wir ihm seine eigene Medizin. Und zwar die ganze verdammte Flasche. Wir nutzen Milners Parkesin gegen ihn. Doch dazu brauche ich meine Gang. Das ist unternehmerischer Instinkt, Mr. Fry. Ich überlasse das Ihnen. Komm mit mir. Ich habe Arbeit. Den Rauch konnte man doch vom anderen Ufer aus sehen. Ihre Busse im Brand stecken, das wird einfach nie alt. Ich hatte wohl ganz recht. Die kann doch nicht mit uns konkurrieren. Schuss bereit!
Ja, so sollte es nicht funktionieren. Aber, naja, machen wir es eben noch einmal. Jedenfalls hat sie jetzt weniger Leute auf ihrer Lohnliste und das ist alles, was zählt. Den Rauch konnte man noch vom anderen. Ihre. Geschieht. Ihre. Geschieht. Ich weiß nicht, was aus dem Fahrer wurde. Ich habe ihn Milner übergeben. Das ist jetzt schon eine Woche her. Milner würde wohl kaum einen von Attaways Angestellten zu Tier und Gebäck einladen, oder? Ich weiß. Ihre Busse in Brand stecken, das. Jacob. Schon vor mir, wie Milners Aktien abstürzen. Sie sind eingestellt. Oh, ich habe noch mehr Geschäfte für uns geplant. Senden Sie meiner Sekretärin Nachricht, dass sie einen Termin macht, dann erkläre ich Ihnen den nächsten Schritt unseres Plans. Oh, ich arbeite eigentlich. Nicht so. Ja. Das hätten wir auch geschafft. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt.